Herzlich willkommen, liebe Kursteilnehmer, hier in der Volkshochschule beim Kommunikationskurs. Wie betone ich richtig? Mein Name ist Herr Idefix, ich betreue Sie bei diesem Kurs. Ja, herein. Guten Tag, ist das hier der Falsch-Betoner-Kurs? Ja, wer sind Sie? Obelix ist mein Name. Guten Tag, Herr Obelix. Idefix, mein Name. Nehmen Sie doch Platz neben dem Herrn. Nennen Sie mich Asterix. Asterix. Gut, fangen wir vielleicht gleich an. Sie alle haben Probleme, Worte richtig zu betonen. Da kann ich Ihnen helfen. Ich habe einen Test entwickelt. Fangen wir vielleicht an mit Ihnen, Herr Obelix. Wo waren denn Sie im Urlaub? In Istrien. Das ist oberhalb von Kroatien und Serbien. Letztes Jahr war ich in Apulien. Das wiederum ist nördlich von Sizilien in Italien. Die Reise habe ich im Internet gebucht. Ja. Ist Ihnen allen was aufgefallen? Da waren schon einige kleine Falschbetonungen dabei, nicht wahr? In welchem Hotel haben Sie denn gewohnt? Novotel. Übernachtung mit Frühstück. Aha, was gab's denn zum Frühstück? Croissants und Baguette. Haben Sie das gemerkt? Das war gar nicht mehr falsch betont, sondern nur noch falsch ausgesprochen. Gab es dort auch Sportmöglichkeiten? Ja, Squash. Übrigens, Ihr Hosenstall ist so fein. Oh, peinlich. Na, jedenfalls, bitte schreiben Sie mit. Es heißt nicht Italien, sondern es heißt Italien und es heißt Sizilien. Ich bin mir nicht sicher, weil es heißt ja auch Penicillin und nicht Penicillien. Genau so ein Scheiß-Kurs fürs Buch! Was soll denn das? Hören Sie auf! Ich muss los. Wohin gehen Sie denn jetzt, Herr Obelix? Ich gehe Tontaub schießen. Ich liebe diesen Ton, den die Tauben von sich geben, wenn man auf sie schießt. Arrivederci.